Emma, sieht die Mama nicht ganz wundervoll aus, wenn sie so hochkonzentriert ist? Hey Emma, meine Süße. Guck mal. Jeans aus tibetanischer Rohseide, nicht mal 280 Gramm. Und der Reißverschluss, Weltraumforschung. Nicht schlecht. Und? Hat Ansgar inzwischen durchblicken lassen, wen er als zweiten Vorstand bei Linie CL einsetzen will? Nein, aber ich befürchte das Schlimmste. Und was wäre das Schlimmste? Seine Tochter. Kim? War die nicht mal... Ja, meine Praktikantin. Und die hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, jedenfalls von Tuten nicht. Was macht dich denn so sicher, dass er ausgerechnet eine 18-Jährige auf diesen Posten einsetzen will? Ach, du kennst doch Ansgar. Immer bemüht, seine Marionetten zu installieren. Tu mir einen Gefallen. Lass dich nicht provozieren, ja? Weißt du, ich glaube, Kim hat nach einer Woche eh die Nase voll. Ob mit oder ohne mein Zutun. Wo ist denn dein Armband? Das Armband, das ist... Jetzt sag nicht, es ist weg. Nein, nein, es ist nicht weg. Ich hab's gerade noch irgendwo gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Weißt du, es ist so bei der Geburt, da verlieren die Frauen die Gehirnzellen. Das macht die Natur, weil sie will, dass die Mutter wehrlos wird und sich nur noch darum kümmert, dass das Kind satt ist. Tanja. Ich glaube, es ist mir vom Arm gerutscht. Und wahrscheinlich war der Verschluss kaputt. Ich habe das ganze Büro abgesucht, ich habe alle drauf angesetzt. Es ist bestimmt im Schloss. Ach, weißt du, für 150.000, da hätte ich doch fast einen Verschluss erwartet, der funktioniert. Auch ohne Weltraumforschung. Sagen Sie Ihren Blindschleichen, dass Sie noch mal alles absuchen müssen. Zur Not graben Sie den Garten um. Aber Gräfin... Kein Aber. Ich will das Armband zurück, und zwar heute. Ja, sicher. Ich meine sehr wohl. Frau von Landstein, was ist? Ich hab... Kim, was zappelst du das rum? Ich glaube, ich muss noch mal los. Justus, wenn das Ding bis heute Abend nicht da ist, dann haben Sie ein Problem. Welches Ding? Ich habe mein Armband verloren und das Personal ist zu dämlich, es zu finden. Ich weiß, wo es ist. Kim hat es in der Firma gefunden. Sie war doch gerade noch hier. Hat sie es dir nicht zurückgegeben? Jetzt wird mir einiges klar. Diese kleine Elster. Okay, her damit. Ich wollte es ja, aber der Verschluss und dann kam der Shampoo und irgendwie war ich total abgelenkt. Und? Es ist weg. Es ist wahrscheinlich runtergefallen und irgendjemand hat es geklaut. Irgendjemand? Du? Nein. Du willst dich nicht wirklich mit mir anlegen, Kim, oder? So dumm kannst nicht mal du sein. Was fällt dir, meine Tochter anzuschreien? Sag mal, hast du ihr das Taschengeld gekürzt oder wieso kommt sie dazu, mir ein 150.000 Euro Armband zu stehlen? Meine Tochter stiehlt nicht. Wahrscheinlich hast du das Ding irgendwo verlegt. Wie war das noch mit deiner Stilldemenz? Drum kümmern. Das Porträt von Clarissa für die Kampagne. Ach, es ist so wunderbar. Sie hätte es geliebt. Ja, bis später. Weißt du, wer das Armband gestohlen hat? Nein. Aber es freut mich, dass du den Verlust offenbar sehr gut verschmerzen kannst. Ludwig hat Kim damit erwischt. Sie hat's. Und jetzt erzählt sie irgendeine komische Geschichte, es hätte ihr jemand geklaut. Und warum sollte sie so dumm sein, sich sowas auszudenken, wo es doch offensichtlich einen Zeugen gibt? Wahrscheinlich, weil sie ein bisschen dumm ist. Ich kann gut damit leben. Glaubst du eigentlich immer noch, dass Ansgar dir sie als zweite Geschäftsführerin vor die Nase setzen will? Ausgerechnet seine unerfahrene kleine Tochter? Selbst wenn, ist es mir total egal. Weil wenn Kim sich vor Gericht wegen Diebstahls verantworten muss, ist ihre Gremiumsstimme weg. Und so wird wieder mal ein romantisches Geschenk von mir in deinen Händen zu einer Waffe im Kampf um die Macht. Sebastian, ich fand das Armband wirklich toll. Natürlich. Küche bug noch zarte Biskuitröllchen mit Himbeerschaum. Sowie Spitzbuben, gefüllt mit Marillengelee, sowie mit Verlaub Nonnenfürzchen. Ganz allerliebst, Justus. Ich glaube, da nehme ich ein Nonnenfürzchen. Oder werde ich dann wieder angezeigt, Ludwig, weil ich mehr nehme, als mir zusteht?
Ach, Ansgar, wer so unschuldig ist wie du, braucht keine Angst zu haben, sie dann irgendetwas zu verschlucken. Ups, bin ich zu spät? Kim, das macht doch nichts. Du hattest bestimmt was zu tun. Was war's denn genau? Ein Juwelier ausrauben? Vorsicht, Tanja. Ich werde übrigens Anzeige erstatten und dafür sorgen, dass deine vom Himmel gefallene Tochter ihre Gremiumsstimme abgeben muss. Das gehört nun wirklich nicht hierher. Sie kann doch nicht einfach so... Kim, sei einfach still. Nein, ich finde das ungerecht. Ich kümmere mich drum, okay? So wie du dich um alles kümmerst, habe ich recht? Ja, genau so werde ich mich darum kümmern. Warum kann sie mich eigentlich ungestraft eine Diebe nennen? Kim, entspann dich. Das Leben ohne Gremiumsstimme ist nicht so schlecht. Frag mal Elisabeth. Ja, mir geht's gut. Das Gremium ist nicht dafür geschaffen, um sich gegenseitig auszuschalten. Wer dem Gremium oder seinen Mitgliedern schadet, schadet auch der Familie und das werde ich nicht dulden. Verzeihen, die Herrschaften. Was gibt's denn, Justus? Ich wollte nur mitteilen, dass sich das gesuchte Schmuckstück wieder eingefunden hat. Es befand sich in Baby Emmas Wäsche. Bitte sehr, Gräfin Lahnstein. Ich werde dann jetzt den Port servieren lassen. Sie brauchen sich bei mir nicht zu entschuldigen. Noch ein Nonnenfürzchen, Tanja?